Sprengstoffanschläge in Freital. In der Nacht von Samstag zu Sonntag haben unbekannte Täter von außen an einem Fenster im Erdgeschoss in der Bahnhofstraße in Freital Pyrotechnik angebracht und gezündet. Die Verglasung wurde zerstört, der Fensterrahmen wurde stark beschädigt. Im Zimmer selbst entstand kein Sachschaden. Personen wurden nicht geschädigt. In dem Objekt wohnen Asylbewerber. Ein zweiter Anschlag ereignete sich am Sonntagabend gegen 23 Uhr. Es wurde in der Dresdner Straße 190 eine in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik an einem Fenster gezündet. Die Verglasung wurde zerstört, Teile der Fensterrahmung und das Mauerwerk wurden beschädigt. Bei dem angegriffenen Objekt handelt es sich um das Büro der Partei Die Linke. Bereits am 27. Juli wurde auf das Fahrzeug von linken Stadtrat Michael Richter ein Anschlag mittels Pyrotechnik verübt. Damals erlitt sein Pkw Totalschaden. Noch in der Nacht untersuchten Kriminaltechniker und Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes den Tatort. Die Höhe der jeweils entstandenen Sachschäden können derzeit noch nicht beziffert werden. Das operative Abwehrzentrum hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Es wird intensiv in alle Richtungen ermittelt, wobei eine politische Motivation nicht auszuschließen ist. Bei den Ermittlungen ist das OAZ auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Sie können Sie Hinweise zu Personen oder Personengruppen, Fahrzeugen geben oder haben Sie andere Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den beiden Taten stehen, melden Sie sich bitte bei der Polizeidirektion Dresden, Telefon 0351 483 2233 oder jeder anderen Polizeidienststelle.